Malte schläft mit München. Heute Gerichtsmediziner Professor Dr. Wolfgang Eisenmenger. Also ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich schon. Ich habe einen Anruf bekommen von Professor Dr. Wolfgang Eisenmenger, ehemaliger Leiter hier des Rechtsmedizinischen Instituts in München. Aber was tut man nicht alles für eine Couch? Also neue Wege muss man gehen. Ich lebe ja noch. Aber wie gesagt, das mulmige Gefühl ist definitiv da. Aber ich denke mal, er wird mir keine Kühlkammer anbieten. Und von daher gucken wir einfach mal, was mich hier erwartet. Ich habe mir jetzt erstmal das Gebäude angeguckt. Sieht aus wie ein ganz normales Büro- oder Uni-Gebäude. Fluren und Gänge. Aber hier unten, hier wird es jetzt, glaube ich, erst so wirklich interessant. Das ist was hier genau? Das ist der Umkleideraum, die sogenannte Umziehschleuse, wo die Mitarbeiter ihre Oberbekleidung austauschen gegen Schürzen und auch bestimmtes Schuhwerk. Mir zittern ein bisschen die Hände. Ich bin froh, dass hier niemand liegt. Man merkt, Sie machen das hier sehr routiniert. Sie befinden sich hier auf sehr gewohntem Terrain. Erklären Sie mal bitte ganz kurz, Herr Professor Dr. Eisenmenger, wofür sind diese ganzen Instrumente? Sie sehen hier eine Lage von 6 Messern, die für ganz unterschiedliche Eingriffe angewandt werden. Das ist eine Art Meißel, um die Schädeldecke anzuheben. Sie reden so, als ging es um das Verpacken eines Paketes oder irgendetwas, was... Also mir, ganz ehrlich, dreht sich der Magen ein bisschen um, auch mit dem Geruch hier, und mir stockt auch ein bisschen das Blut in den Adern. Nun sagen Sie mir bitte, dass ich nicht hier in diesem Raum schlafe, sondern irgendwo oben. Sie werden auf derselben Ebene schlafen, aber ich gebe Ihnen mein Wort darauf, Sie werden keinen Besuch von Geistern haben. Und nachdem mir jetzt die Knochen immer noch so ein bisschen zittern, sind wir nun in dem Raum angekommen, wo ich schlafen darf, und ich bin ganz froh. Es ist Licht zu sehen, keine Toten, weit und breit. Nur ein kleiner Weihnachtsmann. Ja, ich denke, bei uns bleibt die Zeit stehen. Ich werde mich jetzt hinlegen. Ich muss die ganzen Eindrücke irgendwie verkraften. Sie haben schon gesagt, ich werde sicher nicht von Geistern träumen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Gerne. Beehren Sie mich wieder lebend.